Jeremia. Kapitel 12. Herr, wenn ich gleich mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht, dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht's doch den Gottlosen so wohl und die Verächter haben alles die Fülle? Du pflanzt sie, dass sie wurzeln und wachsen und Frucht bringen. Nahe bist du in ihrem Munde, aber ferne von ihrem Herzen. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiße sie weg wie Schafe, dass sie geschlachtet werden, sondere sie aus, dass sie gewürgt werden. Wie lange soll doch das Land so jämmerlich stehen und das Gras auf dem Felde allenthalben verdorren um der Einwohner Bosheit willen, dass beide, Vieh und Vögel, nimmer da sind? Denn sie sprechen, ja, er weiß viel, wie es uns gehen wird. Wenn dich die müde machen, die zu Fuße gehen, wie will dir's gehen, wenn du mit den Reitern laufen sollst? Und so du in dem Lande, da es Friede ist, Sicherheit suchst, was will mit dir werden bei dem stolzen Jordan? Denn es verachten dich auch deine Brüder und deines Vaters Haus und schreien Zitter über dich. Darum vertraue du ihnen nicht, wenn sie gleich freundlich mit dir reden. Ich habe mein Haus verlassen müssen und mein Erbe meiden, und was meine Seele liebt, in der Feinde Hand geben. Mein Erbe ist mir geworden wie ein Löwe im Walde und brüllt wider mich, darum bin ich ihm Bram geworden. Mein Erbe ist wie der sprenkelige Vogel, um welchen sich die Vögel sammeln. Wohlauf, sammelt euch, alle Feldtiere, kommt und fresset. Es haben Wirten, und deren viel, meinen Weinberg verderbt und meinen Acker zertreten, sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht, sie haben's öde gemacht. Ich sehe bereits, wie es so jämmerlich verwüstet ist, ja das ganze Land ist wüst. Aber es will's niemand zu Herzen nehmen. Denn die Verstörer fahren daher über alle Hügel der Wüste, und das fressende Schwert des Herrn von einem Ende des Landes bis zum anderen, und kein Fleisch wird Frieden haben. Sie säen Weizen, aber Disteln werden sie ernten, sie lassen's sich sauer werden, aber sie werden's nicht genießen, sie werden ihres Einkommens nicht froh werden vor dem grimmigen Zorn des Herrn. So spricht der Herr wieder alle meine bösen Nachbarn, so das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe, siehe, ich will sie aus ihrem Lande ausreißen und das Haus Juda aus ihrer Mitte reißen. Und wenn ich sie nun ausgerissen habe, will ich mich wiederum über sie erbarmen und will einen jeglichen zu seinem Erbteil und in sein Land wiederbringen. Und soll geschehen, wo sie von meinem Volk lernen werden, dass sie schwören bei meinem Namen, so wahr der Herr lebt, wie sie zuvor mein Volk gelehrt haben schwören bei Baal, so sollen sie unter meinem Volk erbaut werden. Wo sie aber nicht hören wollen, so will ich solches Volk ausreißen und umbringen, spricht der Herr.